Am 10. Juni 2021 wurde das Ehepaar Imelischwili mit seinen 7 Kindern mehr als 3000 Kilometer weit nach Georgien abgeschoben. Die Polizei kam mitten in der Nacht, brachte die Familie nach Leipzig. Seit ihrer Ankunft in Tiflis sind sie auf sich gestellt. Familie Imelischwili. Das sind Ilona und ihr Mann Ilia mit ihren Kindern Lika, Luca, Wachtang, Nikolos, Gabriel, Katharina und Lisa. 8 Jahre hat die Familie in Sachsen gelebt, 5 Kinder sind in Deutschland geboren. Die meisten sprechen kaum Georgisch, haben das Land noch nie gesehen. Trotzdem müssen sie sich jetzt hier zurechtfinden, in einer fremden Welt, die sich nicht nach Heimat anfühlt. Lika ist mit 11 Jahren die Älteste. Bis vor wenigen Wochen besuchte sie die 5. Klasse eines Pirnaer Gymnasiums. Die Bilder der Abschiebungsnacht kann sie nicht mehr vergessen. Mir kommen hier grässliche Bilder in den Kopf, wie mein Vater in Handschellen sitzt, wie wir in den Bus gestiegen sind, wie ich die Menschen sehe, die genauso mitwarten, bis der Flug losgeht, wie unsere Sachen gepackt werden, wie meine Mutter weint, wie mein Vater schreit, wie meine Geschwister nichts verstehen, die Nachbarn alle weinen, ich weine, am Boden bin und im Schock bin. Ich weiß nicht, wie ich diese Nacht vergessen soll oder ob ich die irgendwann mal überhaupt vergessen werde, was ich nicht denke. Einige Verwandte leben noch in Tiflis. Doch auch ihr Leben hat nicht genug Platz und Geld für 9 weitere Menschen übrig. Ilonas Großmutter Manana Buchashvili lebt mit 4 Verwandten in 2 Zimmern. Vermieter lehnen die Familie wegen der 7 Kinder bislang ab. Also wohnen sie in Ferienwohnungen, die sie von dem Geld bezahlen, das die Freunde in Pirna sammeln. Ansonsten haben sie nichts. Wer abgeschoben wird, kann Unterstützung weder von Deutschland noch vom Zielland erwarten. Die Familie verbringt ihre Zeit damit, sich abzulenken und um ihre Rückkehr zu kämpfen. Die Ungewissheit, das Herausgerissensein, zeichnen Kinder wie Eltern. Ich bin ganz kaputt. Meine Kinder stellen die ganze Zeit die gleiche Frage. Mama, wann wir gehen nach Hause? Wann darf ich wieder in die Schule gehen? Und die kleinen Kinder auch gleiche. Und Lisa und Katharina, sie sind noch klein, aber sogar sie wollen nach Hause zu gehen. Und sie verstehen, das ist nicht zu Hause. Wir waren zusammen immer. Kinder mit Hausaufgaben. Also das war unser Stress sozusagen. Und ich habe das geliebt, wirklich. Ich habe geliebt Wochenende, wann wir alle zusammen waren. Wir haben so viel gebaut und wir waren junge Familie, wann wir nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben wirklich viel gemacht sozusagen. Ich möchte meine Arbeit wieder haben. Hier, wir haben wirklich gar nichts. Sogar kein Dach auf dem Kopf, nichts. Ich habe gesagt, wie meine Mama wohnt. Ich habe das alles gesagt, wie meine Schwiegermama wohnt. Sie hat keinen Platz für mich. Sie hat nicht das und für sie ist das auch peinlich sozusagen. Und sie versuchen ja klar, mir positiv zu reden und so, aber ich weiß selber, wie das hier alles läuft. Verlassen Georgien. Keine Ahnung, wie das wir schaffen, aber wir müssen alles versuchen, weil wir haben gar nichts hier. Mir nervt alles hier, was es gibt. Und tut mir sehr leid wegen meinen Kindern, so schlechte Situation sind. Und wir müssen alles versuchen, alles Möglichkeiten. Ob Familie Imelischwili in ihr altes Leben zurückkehren kann, hängt von den Ausländerbehörden und Sachsens Innenministerium ab. Wenn sie die Einreisesperre nicht herabsetzen, dürfen Ilia, Ilona und ihre Kinder für mindestens 30 Monate nicht mehr nach Deutschland einreisen. Musik